Seid ihr noch da? Hört ihr gut zu? Ich höre nur die ersten drei. Also, was mit denn da hinten? Genau, wir sind hier, weil wir leben und einfach unsere Stimme den Stimmen geben wollen. Und deswegen möchte ich jetzt unseren zweiten Gast auf die Bühne bitten. Das ist Frau Susanne Wenzel. Und sie ist Bundesvorsitzende der CDL, die dort auch hinten ein eigenes Zelt hat. Herzlich willkommen. Dankeschön. Hallo Köln. Ich nehme mal die Sonnenbrille ab, dann können wir uns besser in die Augen gucken. Wir leben in besonderen Zeiten, liebe Freunde und Mitstreiter, heute hier. Denn wir haben das erste Mal in den 74 Jahren unserer Geschichte oder in der Geschichte unserer Republik eine Regierung, die sich aktiv gegen das Lebensrecht mit ihrer Politik stellt und die Kultur des Todes in aktives Tun in Berlin übersetzt oder besser die Wegwerfkultur noch durchbringt und sich dafür auch noch das Wort Fortschritt auf die Fahne schreibt, denn sie nennen sich ja Fortschrittskoalition. In der vergangenen Woche hat das Statistische Bundesamt die Abtreibungszahlen für das zweite Quartal dieses Jahres veröffentlicht. Und wieder sind die Zahlen gestiegen. Seit 2022 verzeichnen wir einen enormen Anstieg. Und bereits jetzt in den ersten beiden Quartalen dieses Jahres sind die Zahlen höher als in den beiden ersten Quartalen des letzten Jahres. Und dieser selbsternannten Fortschrittskoalition, namentlich der Familien- und Frauenministerin Paus, fällt dazu wahrlich nichts Besseres ein, als den 218 abschaffen zu wollen. Ja, laut genug, so dass man es in Berlin hören kann. Gut. Liebe Freunde, es ist überhaupt nicht fortschrittlich, die Legalisierung der Tötung von ungeborenen Menschen zu propagieren und zu fördern. Ein Staat ist nicht modern, sondern wir betonen es vielleicht eher auf der zweiten Silbe, wenn er Schwangere in Notlagen nicht schützt und ihnen nicht hilft, sondern die Abtreibung als die Lösung präsentiert und am besten auch noch mittels Abtreibungspille alleine zu Hause. Um dann den Frauen zu erklären, sie seien ja so furchtbar selbstbestimmt. Und tatsächlich lässt dieser Staat diese Frauen im Stich und entledigt sich auf diese Art und Weise seines Schutzauftrages. Statt die Abtreibung zu forcieren, sollte sich diese Familien- und Frauenministerin und diese gesamte Regierung, wenn sie verantwortungsvoll handeln will, lieber Gedanken machen, warum Frauen abtreiben, denn darüber sagt die Statistik nichts. Sie sollten sich Gedanken darüber machen, wie sie Frauen im Schwangerschaftskonflikt helfen können und das Ja zu ihrem Kind erleichtern können und ihnen alle möglichen Hilfen anbieten, damit sie sich für ihr Kind entscheiden können. Wenn diese Familien- und Frauenministerin sich wirklich um Familie, Frauen und auch Kinder kümmern will, dann sollte sie Konzepte entwickeln, wie Familie möglich und machbar für junge Menschen wird. Es gibt viele Möglichkeiten, die sie vielleicht mit ihrem Kollegen Lindner im Finanzministerium einmal erörtern könnte, wie etwa steuerliche Vergünstigungen für Familien und Frauen oder erleichterte Kredite. Denn der Erfolg einer tatsächlich guten und fortschrittlichen Familien- und Frauenpolitik bemisst sich nicht daran, wie vielen Frauen man ungehindert und kostengünstig Abtreibung zukommen lassen kann, sondern er bemisst sich daran, wie viele Frauen sich für ihr Kind und damit gegen die Abtreibung entscheiden. Und diese Entscheidung können viele Frauen nur mit Hilfen treffen. Der Großteil der Frauen ist ledig, die abtreiben. Und es gibt diese Hilfsmöglichkeiten zahlreich in unserem Land. Viele Initiativen sind hier, die auch andere Initiativen unterhalten, um Frauen zu helfen, auch über die Schwangerschaft hinaus. Und diese Hilfen müssen bekannt gemacht werden. Wir brauchen endlich eine Kampagne für Kinder und eine Stärkung der Familien statt einer ideologisch forcierten Abtreibungspolitik. Aber liebe Freunde, der Mensch ist in unseren Tagen leider nicht nur am Anfang des Lebens bedroht, sondern auch an seinem Ende. Und das ist eigentlich eine logische Folge, denn wer das Leben am Anfang nicht respektiert und schützt, hat dazu am Ende auch keinerlei Veranlassung mehr. Und dann
sucht man Definitionen, ab wann Menschen zu einer Belastung für die Gesellschaft werden, damit man sie aus dem Leben rauskatapultieren kann. Die beiden Gesetzentwürfe, die vor wenigen Wochen zur Abstimmung gestellt worden sind im Bundestag zur Suizidbeihilfe, haben Gott sei Dank keine Mehrheit gefunden. Mit einem derartigen Gesetz würden genau wie bei der Abtreibung Ausnahmen vom Tötungsverbot festgeschrieben. Und das Tötungsverbot, liebe Freunde, ist eine der Grundsäulen unserer europäischen Kulturordnung immer gewesen. Ein solches Gesetz würde in unserer Gesellschaft entscheidende Weichen stellen, wie die Solidarität und das Miteinander in unserer Gesellschaft sich weiterentwickeln. Und wie diese Entwicklung verläuft, das sehen wir in allen Ländern um uns herum, oder in den Ländern um uns herum, in denen das schon Politik ist und zugelassen ist. Wir gehen zum Beispiel in die Niederlande, wo gut 30% der Menschen, denen beim Sterben nachgeholfen wurde, niemals darum gebeten haben inzwischen. Wir hören Berichte aus Belgien, in denen Pfleger eindrücklich schildern, wie schnell aus dieser angeblich so autonomen Entscheidung eine geradezu selbstverständliche Behandlungsalternative wird, die den Menschen förmlich aufgedrängt wird. In diesen Minuten spricht in Berlin zu unseren Freunden der kanadische Arzt Alex Schadenberg, der in seinem Heimatland die Koalition gegen Euthanasie leitet. Und er schildert anschaulich, wie auch Kanada den rutschigen Hang, diesen Slippery Slope, von dem wir immer sprechen, immer weiter hinabgleitet, wenn Menschen mit einer Behinderung oder einer Depression zum Beispiel statt Hilfen oder einer Behandlung ein zweifelhaftes Angebot einer kostengünstigeren und weniger belastenden Suizidbeihilfe angeboten wird. Und diese Entwicklung ist überall, wo es Sterbehilfe gibt, per Gesetz möglich gemacht wird, ist es dieselbe Entwicklung. Und es ist für uns die große Frage, wie wir uns dem entgegenstellen, was da auch auf unser Land zukommen wird. Denn es ist damit zu rechnen, dass es einen neuen Gesetzentwurf geben wird. Und gerade angesichts unserer immer älter werdenden Gesellschaft, der wachsenden Zahl von Single-Haushalten und dem Wegbrechen von Familien, weil diese einfach unmöglich gemacht werden durch die Politik, brauchen wir Präventionsmöglichkeiten und Schutzmechanismen. Wir müssen eine sorgende Gesellschaft werden, liebe Freunde, in der die Menschen sich umeinander kümmern. Kein Kind ist für die Umstände verantwortlich, in denen es gezeugt wird. Kein Mensch ist überflüssig, wir haben es vorhin schon gehört. Krank, gesund, mit Behinderung, ohne Behinderung, am Lebensanfang oder das Lebensende in Sicht. Das Recht auf Leben gilt ausnahmslos und immer. Es wird nicht zugesprochen nach bestimmten Kriterien. Es ist unveräußerlich. Und das Leben braucht Freunde, so viele wie heute hier sind. Und es werden noch mehr kommen. Unser Einsatz für das Lebensrecht wird in den kommenden Monaten wichtiger werden denn je. Und es kommt auf jeden Einzelnen von uns. Alle, die Sie heute hier und in Berlin sind, kommt es an. Wir sind eine große Bewegung und wir wachsen. Und ich bin froh, dass heute so viele Menschen hierher gekommen sind. Und wir müssen noch stärker auf unsere Politiker zugehen. Nehmt Kontakt zu euren Abgeordneten auf, egal welcher Couleur aus den demokratischen Parteien sie sind. Sagt ihnen, dass ihr nicht wollt, dass Abtreibung grenzenlos möglich sein darf in unserem Land. Und ich möchte heute von dieser Stelle zum Abschluss auch einen Appell richten an alle Menschen guten Willens und an alle Politiker aus den demokratischen Parteien, die unseren Positionen, wenn auch vielleicht nur nuanciert, folgen. Stellen Sie sich deutlich mit uns und hörbar auf die Seite der Ungeborenen, der Schwachen und Kranken. Unterstützen Sie die Kampagnen der Lebensrechtsbewegung. Lassen Sie uns gemeinsam faktenorientiert, wie unsere Bewegung ist, nach Lösungen suchen. Zeigen Sie mit uns Gesicht. Unsere Botschaft ist deutlich. Leben ist nicht verfügbar. Zu keinem Zeitpunkt und auch nicht für eine bestimmte Frist. Der Staat, liebe Freunde, der das Recht des Stärkeren über dem des Schwächeren in seinen Gesetzen verankert, wird zum Unrechtsstaat werden, der letztendlich verroht. Stehen wir gemeinsam vor den Ungeborenen, den schwangeren Frauen, den Schwachen und Kranken, denn sie alle brauchen unsere Hilfe und unsere Unterstützung in Not, Verzweiflung und Krankheit. Bewahren wir gemeinsam unser Land vor einer kranken und menschenverachtenden Ideologie, die uns den neuen Menschen schaffen will. Es gibt kein Recht, einen anderen Menschen absichtlich zu töten. Es gibt kein Menschenrecht auf Abtreibung.
Es gibt kein Menschenrecht auf Abtreibung und es gibt ganz bestimmt kein Recht auf Sex ohne Konsequenzen. Aber es gibt ein unbedingtes Menschenrecht auf Leben und dafür stehen wir heute ein. Danke, Köln!